Tohaido ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Unlicht. Er existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Kanivana und kann seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir eine Mega-Entwicklung vollführen. Tohaido ist ein großes, Hai-ähnliches Pokémon, das hauptsächlich in den Farben Blau und Weiß erscheint. Das Wasser-Unlicht-Pokémon besitzt einen kurzen Torso sowie insgesamt vier Flossen. Von diesen befindet sich jeweils eine lange, schmale an den Seiten, eine auf der Rücken- und eine auf der Bauchseite. Die Rücken- sowie die Bauchflosse sind hierbei hinten ausgefranst. Das untere Körperareal inklusive Flosse ist weiß, die obere Körperhälfte und die restlichen Flossen sind blau. Tohaido besitzt keine Schwanzflosse, stattdessen ziert seine Rückseite ein gelber Stern und ein solcher ist ebenfalls auf der Stirn zu sehen. Das Pokémon hat ein großes Maul mit spitzen weißen Zähnen, an den Seiten befinden sich die rote, schwarz umrahmten Augen und direkt dahinter je zwei schwarze Kiemen. In der Mega-Entwicklung bekommt es zähnenartige Auswüchse vorne an der Schnauze, es bekommt schwarze Streifen um die Augen herum, bekommt ein eher metallischeres Aussehen und mehr der gelben Sternmuster aus dem Körper herum. Die Farbjugend bleibt soweit weiß und blau mit gelben und schwarzen Verzierungen. Es bekommt mehr bedrohlichere Zähne und allgemein ein bedrohlicheres Aussehen. In der Shiny-Form sind die blauen Bereiche in einem kräftigen Lila gefärbt, die weißen in einem hellen, zarten Lila. Tohaido erlernt durch Level of Deke hauptsächlich Status-Attacken, welche dem Typ Normal angehören, sowie einige physische Attacken des Typs Unlicht und wenig anderer Typen. Es kann sehr schnell schwimmen und während es nach vorne flitzt, stoßen aus dem Kopf scharfe Stacheln, mit welchen es Gegner großen Schaden durch tiefe Wunden anrichten kann. Es besitzt die Fähigkeit Rauhaut, welche dem Gegner bei Kontakt verletzen kann. Auch kann es die versteckte Fähigkeit Temposchub haben, welche seine Initiative in jeder Runde eines Kampfes erhöht und dem Pokémon somit unglaublich schnelle Angriffe ermöglicht. In seiner Mega-Entwicklung besitzt das Pokémon spitze Stacheln und Zähne und profitiert bei Attacken, bei denen er diese nutzt, durch seine Fähigkeit Titankiefer, welche eine Erhöhung des Schadens um 50% verursacht. Tohaido ist ein Wasser-Pokémon und lebt im Meer. Durch die Struktur seiner Haut ist der Widerstand des Wassers beim Schwimmen sehr gering. So kann Tohaido bis zu 120 km/h schnell schwimmen, in seiner Mega-Entwicklung sogar bis zu 200 km/h. Diese Geschwindigkeit erreicht es, indem es getrunkenes Meerwasser aus seinem Hinterteil herausschießt. Das Pokémon besitzt jedoch nicht die Fähigkeit, sehr weite Strecken zurückzulegen. Es besitzt sehr scharfe und widerstandsfähige Zähne, mit denen es sogar Eisen durchdringen kann. Falls die Zähne doch einmal brechen, wachsen sie sofort wieder nach. Tohaido ist als Tyrann des Meeres bekannt und der Geruch von Blut reizt es sehr. Tohaido ist der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Kanivana. Weiterhin ist es ihm seit der sechsten Spielgeneration möglich, mit Hilfe eines Tohaidoniten eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Der kleine, gefährliche Fisch verwandelt sich zu einem großen, bedrohlichen Hai. Allgemein erhält das Pokémon durch die Entwicklung eine schlichtere Farbgebung aus blauen und weißen Körperteilen. So bekommt die vorher rote Bauchseite eine weiße Färbung und die zwei gelben Rückenflossen vereinern sich zu einer größeren blauen. Auch die zwei Flossen an den Seiten werden nun blau. Interessant ist, dass Tohaido im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung keine Schwanzflosse mehr besitzt. Statt dieser ist nun eine gelbe, sternförmige Musterung zu sehen, wovon ebenfalls eine an der Stirn zu erkennen ist und bei Kanivana am Bauch zu finden war. Die Zähne, die sich vor der Entwicklung außerhalb des Mundes befanden, sind nun im Mund. Durch seine Mega-Entwicklung ändert sich hauptsächlich die Färbung des Pokémon. Die gelben Muster, die Narben sind, die es sich in Kämpfen zugezogen hatte, werden zahlreicher. So befinden sich nun auf der Rückenflosse zwei waagerechte Streifen und darüber eine X-förmige Markierung. Außerdem entstehen auf der Bauchflosse zwei waagerechte Streifen. Die sternförmige Musterung auf der Stirn wird deutlich größer und ebenfalls in den Augen und am Kinn von Mega Tohaido sind so gelbe Elemente zu sehen. Auf der Seitenflosse befindet sich nun hier ein gelbes Kreuz sowie eine weiße Umringung um den Ansatz der Flosse. Am Kopf befinden sich Stacheln, welche sich aus Zähnen entwickelt haben und bei Beschädigung oder im Fall, dass sie erbrechen, immer wieder nachwachsen. Die Entwicklung wird dann von Kanivana zu Tohaido auf Level 30 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch einen Tohaido-Need. Und mit der Typenkombination
Ist Tohairo immun gegen Psycho-Attacken, nimmt halben Schaden gegen Geist, Stahl, Feuer, Wasser, Eis und Unlicht-Attacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampf, Käfer, Pflanze, Elektro, Vieh-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.